Servus Leute, ich habe seit einer kurzen Zeit immer ein Klappern im Auspuff. Und zwar, das scheppert immer, wenn ich im Stand bei Leerlauf bin. Dann wackelt immer irgendwas, es macht komische Geräusche. Das ist ziemlich nervig. Heute zeige ich euch mal, was ihr machen könnt. Oder wie ihr gucken könnt, wie ihr das Geräusch von eurem Auspuff speziell wegbekommt. Warum klappert ein Auspuff? Also ihr müsst euch so überlegen, der Auspuff liegt ja hier unten. Der ist ja von vorne bis hinten verteilt. Und der hat hier immer solche Abschirmungen oben dran. Also wenn ihr jetzt hier guckt, bei mir ist eine doppelflutige Auspuffanlage, da geht der komplett bis nach vorne und da habt ihr hier solche Bleche. Wenn die lose sind, dann scheppert es ordentlich. Das kann ein Indiz dafür sein. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr rausbekommt, welches Geräusch ihr macht. Aber bei mir hat es noch an dem Katalysator ganz vorne auch noch Bleche dran, das zeige ich euch kurz. Und zwar, ich gehe mal kurz hier vorne rein. Seht ihr diese Bleche hier? Diese Bleche sind hier verschweißt vom Werk aus. Das sind auch Abschirmbleche über dem Katalysator drüber. Und die gehen auch manchmal lose und dann scheppern die auch ordentlich. Ich habe meine schon wieder festgeschweißt, wie ihr seht. Vorne an den Enden. Weil die haben sich da gelöst gehabt, haben Geräusche gemacht. Bloß, jetzt kommt das Geräusch auch von der Nähe von dort, aber ich weiß nicht genau wo. Schauen wir uns mal ganz genau an, wie wir das machen, dass wir genau herausbekommen, wo das Geräusch herkommt. Also wie bekommen wir heraus, wo das Geräusch herkommt? Also wir gehen wieder an dieses Blech hier unten dran und klopfen einfach mit dem Finger dagegen. Wenn es so ähnlich ist wie das Geräusch, was wir gehört haben, dann ist es unser Problem. Also den habe ich schon befestigt wieder, der passt soweit. Dann könnt ihr den Topf noch ein bisschen klopfen, ob da sich irgendwelche Geräusche kommen. Dann könnt ihr hier die, das sind bei mir solche Blenden, die sind festgeschraubt von unten. Die könnt ihr auch mal ein bisschen draufklopfen. Die machen aber keine Geräusche. So arbeitet ihr euch von vorne, von hinten nach vorne. Und wie ihr seht, da vorne sind auch ganz schön viele Bleche, also Abschirmbleche, über dem Auspuff so drüber gestülpt. Da könnt ihr auch mal nachschauen. Was auch sehr oft passiert ist, da gibt es ja diese Schrauben, wo diese Bleche halten. Und irgendwann wird das Loch zu groß an diesem Blech. Dann nehmt ihr einfach große Unterlagscheiben. Dann könnt ihr die hier rein tun. Das habe ich auch schon gemacht. Das gleiche machen wir hier auch hier hinten. Also wir klopfen einfach an dem Blech nebendran. Der ist stabil. Der hier ist auch stabil, wo ich euch gesagt habe. Vom Katalysator. Und dann arbeiten wir uns weiter vor. So, jetzt sind wir relativ weit vorne an den Katalysatoren. Und hier haben wir ein Blech. Der ist etwas lauter, aber ist noch fest. Und hier ganz vorne, hört ihr das? Ich zeige es euch mal von der Seite. Ich hoffe, man sieht was. Und zwar, so. Wie gesagt, der ist stabil, aber hier, der ist lauter und der wackelt auch hin und her, wenn wir den bewegen. Wenn ich so drauf haue, ist das auch ziemlich laut, also den müssen wir irgendwie befestigen. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir suchen uns ein Ende erstmal, wo wir das befestigen können. Wenn wir gar nichts finden von den Befestigungspunkten, dann können wir es auch so machen, dass wir einen Kabelbinder befestigen, wenn wir schon irgendwelche Punkte gefunden haben. Aber wenn wir gar nichts finden zum Befestigen, müssen wir eventuell sogar eine Halterung reinbohren in die Karosserie. Aber das seht ihr dann, ihr müsst halt genau gucken und diese Bleche können wir dann sozusagen befestigen. Wo ich noch Geräusche gehabt habe, das war hier an diesem Schnorchel. Ich habe ja eine Standheizung hier verbaut, wie ihr seht. Und da hatte ich das Problem, dass dieses Teil hier damals auch ordentlich gescheppert hat. Das habe ich hier mit so einem Lochblech fixiert, damit es sich nicht mehr rumscheppert. Und da unten drunter direkt seht ihr auch nochmal ein Blech. Und dieses Blech habe ich auch fixiert gehabt. Das war auch etwas lose. Das heißt, alle Bleche, also alles, was sich so nach Blech anhört, einfach fixieren. Ein Kabelbinder könnt ihr zum Beispiel auch nehmen. Die schmelzen auch nicht durch. Also ich habe hier einfach nicht direkt den Kabelbinder dran gemacht, sondern außenrum.
damit der Kabelbinder sozusagen nicht schmelzen sollte. Und soweit passt es dann. Was noch sehr häufig passiert ist, dass wenn der Katalysator sich auflöst, im Katalysator sind so Wabenstrukturen, so wie bei Honig. Und da kann es passieren, dass diese Keramik von dem Katalysator sich auflöst und dann bröckelt der da rum und das scheppert dann auch, wenn ihr zum Beispiel. Aber wenn ihr den Katalysator dann von unten so haut, dann hört man es eigentlich, dass da lose Teile drin sind. Und dadurch merkt ihr auch, dass vielleicht der Katalysator defekt ist. Ansonsten ist eigentlich Geräusche vom Auspuff, so scheppernde Sachen, eigentlich meistens diese Bleche, wo ich euch gesagt habe. Die alle kontrollieren, dann müsste es soweit passen. Jetzt haben wir den Übeltäter gefunden. Und zwar, das ist der hier. Wie ihr seht, der wackelt ganz schön rum. Da sind die ganzen Befestigungen lose. Und sobald ich im Leerlauf irgendwo stehe, wackelt der so durch die Gegend. Deswegen, das hier müssen wir jetzt irgendwie befestigen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen hier ein Loch rein, hier ein Loch rein. Dann verbinden wir die mit dem Kabelbinder und ziehen die so zusammen. Dann ist der hier schon mal wieder fest. So, ich habe jetzt hier jeweils Löcher reingemacht. Einmal in dieses Blech, was schon fest war, bombenfest war. Dann einmal in das lose Blech. Da habe ich einen Kabelbinder reingetan. Jetzt ziehe ich den einfach hier so zusammen, damit es nicht mehr scheppert. Und das müsste definitiv halten, weil der kriegt nicht so viel Hitze ab, dass er schmilzt. Also das müsste schon bombenfest halten. Also ich mache den hier so fest. So. Und jetzt, wie ihr seht, da wackelt gar nichts mehr. Das ist jetzt bombenfest. Den habe ich hier festgezogen. Da hinten war er ja schon befestigt. Der war nur hier lose auf der Seite. Und jetzt ist der hier bombenfest. Das Ende hier, das klipse ich hier einmal kurz ab. Mit dem Clipser. So. Das war's. So Leute, was ihr noch machen könnt, wenn ihr so einen Klappern habt. Einer sitzt hier ins Auto rein, so wie mein Bruder gerade. Das Geräusch kommt meistens, wenn ich auf D habe und die Bremse drücke. Deswegen macht er genau das gleiche jetzt. Und dann schauen wir unterm Auto, was da genau scheppert. Ich habe mir hier noch so was Langes geholt, um die Bleche einzeln anzustupsen, ob sich das Geräusch verändert. Also da legen wir nochmal los. So, jetzt hat er den Gang eingelegt. Wie ihr hört, hören wir schon was. Das scheppert ordentlich. Und da gehen wir jetzt hier mal rein. Mit unserem Stock. Wir fassen die ganzen Bleche nacheinander an. Einmal den vom Cut. Ändert sich nichts. Oh. Bei dem hier merken wir sofort einen Unterschied. Das heißt, dieses Blech vom Katalysator ist hier locker geworden auf der Seite. Weil die Seite ist okay. Da ändert sich nichts. Aber hier, das können wir auch mit diesen Blechen machen. Aber so wie es aussieht, ist es der hier. Den müssen wir wieder festmachen. Am besten hier schweißen wieder, damit es wieder hebt. So, das war es dann soweit zu dem Blech von diesem Auspuff. Das hat alles sehr einfach funktioniert. Ist wirklich nicht schwer. Einfach sich trauen, das zu machen. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.